Ja, hallo, hier ist mal wieder der Sebastian von der Munich Guitar Company und heute zeige ich euch eine Boucher-Gitarre. Boucher ist eigentlich ein Holzhändler und Gitarrenbauer, der in Kanada direkt an den Adirondack Mountains sozusagen an der Quelle sitzt für das tolle Adirondack-Holz, was hier auch auf der Decke sich befindet und was auch auf jeder Boucher-Gitarre zu finden ist. Also jede Boucher-Gitarre hat immer eine Decke aus Adirondack-Fichte. Und diese kleine Firma baut ungefähr 300 Gitarren im Jahr aus den besten Decken. Die restlichen werden an andere Firmen verkauft. Und hier haben wir ein besonders schönes Modell, was einen wunderschönen Boden hat aus sehr stark gemasertem indischen Palisander. Also wirklich selten hier mit diesem Splint in der Mitte und der schönen Flammung. Wirklich eine Augenweide. Klingt aber auch toll. Hat auch noch schöne Zargen. Was ich persönlich ganz besonders finde für eine Palisander-Gitarre, sie wiegt nur 1,9 Kilo. Das ist wirklich die leichteste Palisander-Dreadnought, die ich bisher in den Händen hatte. Ansonsten klassische Bluegrass-Gitarre von den Abmessungen, schlanker 43 mm Sattel und ja, macht richtig Spaß zu spielen, hat richtig Power und ich würde sagen, wir hören mal wieder rein.